Dominik Erhard! Ja, manchmal ist der Fall, dass Menschen wesentlich mehr reden, als sie im Endeffekt dann halten. Und so ein ganz sicheres Indiz dafür, dass das passieren wird, ist so eine Floskel wie, ja, müsste man auf jeden Fall mal machen. Ja, und ich habe mir gedacht, wow, wie scheiße das Leben von diesem Mann sein muss, den ganzen Faulpelzen hinterherrollen. Und daraus ist ein Text entstanden. Genau dort, wo über Platten und Plauzen die Sonne aufgeht. Dort, wo das Gras nach Vorschrift und Maß exakt die Höhe eines unterdrückten Lachens hat sich der Berufsverkehr. Über Flusterbeton dröhnend, dem Ziel entgegenstreckt, quälend langsam, wie man die letzten Reste frisch aus einer Zahnpastatube quetscht, dort ist alles bunt. Wenn man verschiedene Graustufen als verschiedene Farben ansieht. Dort, wo die Zeit so langsam ist, sie bliebe stehen, wenn der Alltag sie nicht ein ums andere Mal anschiebe, ja, Schaben kräuchen dort schäbig aus schlottrigen Ritzen. Man sieht die Klischees alter Menschen am Fenster sitzen und herunterblicken auf das, was seit ewig vor ihnen liegt. 15. Stock, Mensch. Das mit ein bisschen Fantasie auch ganz oben. Das auch ein ziemlich. An diesem Ort kleinkarierter Ranzigkeit, im Herzen freifahrenden Spaßes, gibt es eine gebeutelte Seele, deren Sitzfleisch fast schon wie Aas ist, jemanden, den wir täglich beim Namen nennen und den doch keiner kennt. Zwischen leeren Pizzaschachten und billigen Bier aus Dosen liegt Mann, schläft, pennt den Schlaf des Gerechten, erschöpft von allen Aufgaben, die Welt ihm aufhält, mit Vorsatz und Klagen, all den Versprechen, ja, das müsste man mal machen. Oh, das müsste man mal machen. Doch immer, wenn jemand auf der Welt meint, man müsste dieses oder jenes tun, sich dann aber lieber vom Dampf plaudern, ausruhend, klingelt man Zecker. Gerade eben müsste man Strom sparen, zack, da geben wir mal die Lichter aus. Laktosefreie Ernährung sollte man versuchen, okay, dann kein Kaffee, kein Kuchen. Und der Ratschlag, man solle nicht sein Leben träumen, sondern sein Traumleben. Sind wir ganz ehrlich, Manns Leben sieht aus, als hätte man einem kleinen Kind ein Stück Knete mit den Worten in die Hand gegeben. So, Kind, guck, mach dir erstmal keinen Stress. Aber dann bitte was Tolles draus. Vielleicht ein Pferd im Sprung über den brennenden Orchideenstrauß, die Mondlandung in Slow Motion, in Harten, was er verewigt, macht Lyrik, verfestigt den Play, du verstehst, gibt und das Kind tut. Nutzt Finger und Verstand, macht Formen, macht Brüchen, dreht das Ding in seiner Hand und klotzen. Form schleibt durch einen Flatschen Matt übertroffen. Mann hat sich vor lauter Frust schon so oft hart einen angesoffen, bis einer kam und meinte, man solle sich das mit dem Alkohol vielleicht lieber sparen, wie befohlen so getan, dass man erschöpfte Flotte Captain morgens sinken. Friede, Freude, Eierkuchen. Das will ein Mann und ein Weg. Doch wie wär's mit veganer Ernährung? Friede, Freude, ein veganer Diabeteskeks. Friede, Freude, ein veganer Diabeteskeks. Und nein, nicht mehr mit mir. Mann, du warst bisher kein Individuum. Für eine Persona, für gratis. Doch ich bin jetzt ich, dass das klar ist. Denkt man sich und bricht aus. Aus dem engen Korsett des alltäglichen Trottens. Aus den Neurosen und alten Marotten nach dem Gemüse zu laufen, das anderen vor die Nase hängen. Mann steht auf, hat zwar noch keine Hosen an, aber Großes vor. Ihm ist ab heute alles egal. Ab heute geht's morgens Amex und abends Aronal. Er guckt alleine Netflix leer und erlebt das Ganze im wirklichen Leben doppelt und dreifach. Er bucht für sich einen Urlaub, aber nicht irgendwie am Meer, nein, einfach weil er es kann. Dinner in the dark, on ice, mit Feuerwerk zum Nachtisch. Gereicht wird Molekularküche von einem Affen im Wrack als Kellner. Mann, er packt alles aus seinem Leben raus, was nicht mehr geht, alles muss gehen. Mann entdeckt sein Jugendtalent, wie der rappt und wird sich, yo, man, er könnte Bäume ausreißen. Macht aber nicht wegen des Klimawandels. Also werden 2016 auch Bäume ausreißen. Der hat sie aber wirklich nicht verstanden. Mann geht es gut, weil er sich selber spürt. Doch in einem Moment zwischen zwei Freunden fällt ihm ein, dass sie ja eigentlich alle anderen ganz gemein und ziemlich hart beschissen hat. Wie wird er noch ohne Mann die Katze satt, wenn man sie nicht gefüttert hat? Und so traut er sich den Knopf des Fernsehers kaum zu drücken, erwartet Feuer, Menschen unter Brücken, macht sie auf Zerstörung schon gefasst, bis er sieht, dass alles passt. Er sieht, dass wenn man den Menschen die Sicherheit raubt, Mann würde das schon machen, einige tatsächlich selber anpacken. Und so gönnt er sich weiter mit dem Wissen, dass er nicht alles für allein, dass er nicht für alles alleine die Verantwortung trägt. Er lebt so gut und so frei, genau wegen eines super einfachen Grundsatzes. Man ja redet, aber dann lebt. Dankeschön.